Mal wieder herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Heute geht es wieder um einen Salmler, den Rautenfleck-Salmler. Dieser kommt, wie viele Salmler, aus Südamerika und lebt dort in Stromgebieten des Rio Paraná. Und er gehört zur Ordnung der Salmler und zur Familie der echten Salmler. Kennzeichen dieses Fisches sind, dass er etwa 7 cm lang wird. Das Männchen ist wie oft bei Salmlern oder generell bei vielen Fischen viel kräftiger gefärbt als das Weibchen. Das heißt rötlichere Flossen oder gelblichere Flossen, je nachdem. Und gekennzeichnet ist dieser Fisch wie üblich mit diesem, wie auch sein Name sagt, schwarzen Rautenfleck hinten an dem Flossen, an der Heckflosse. Dieser Fisch sollte in kleineren Schwärmen von 7 bis 10 Tieren gehalten werden, in Becken, die ausreichend Schwimmbereich haben, leichte Strömungen haben, robuste Pflanzen und Versteckmöglichkeiten auch zusätzlich noch. Dieser Fisch wird etwa 12 Jahre alt. Er frisst gerne Lebendfutter, aber auch Flockenfutter und andere Pflanzenkost, wobei Pflanzenkost immer schwierig ist bei Salmlern. Am liebsten werden natürlich wie immer Mückenlarven angenommen oder Artemias. Kleinere natürlich, ist bei Salmlern ja oft so. Aber sie ernähren sich gerne von diesen Tieren. Zum Aquarium zu sagen, der Fisch kann an Aquarien ab 150 Litern gehalten werden. Drunter sollte man ihn nicht halten. Er besiedelt in diesem Aquarium dann die mittlere Wasserschicht. Wie gesagt, braucht viel Freiraum zum Schwimmen. Das Aquarium sollte eine Temperatur zwischen 19 und 26 Grad haben, das heißt, die Temperaturspanne ist relativ groß. Der pH-Wert sollte zwischen 6,0 und 7 liegen. Das ist typisch für Salmler wieder mit niedrigem pH-Wert Richtung 6. Dies ist wieder einfach zu gewährleisten, wenn ihr eine Torfkanone oder einen Torffilter habt. Dadurch wird der pH-Wert relativ schnell unten gehalten, obwohl heutzutage eigentlich nicht mehr oft auf Torf zurückgegriffen wird, sondern eher auf Ersatzstoffe, damit die Moore nicht ausgebaggert werden oder noch mehr ausgebeutet werden. Die Gesamthärte sollte zwischen 6 und 18 liegen. Allgemein ist dieser Fisch relativ einfach zu halten, ist auch für Anfänger geeignet. Wie gesagt, solltet ihr nur unbedingt auf den pH-Wert achten, weil die Fische sonst sehr schnell krank werden oder erblinden. Und zur Zucht ist noch zu sagen, er ist ebenfalls einfach zu züchten, sollte euch keine Probleme bereiten, wenn ihr euch an die Gegebenheiten achtet. Und er ist ein Freilaicher. Das heißt, er schmeißt seine Eier irgendwo in die Ecke auf den Boden oder versteckt sie zwischen Pflanzen. Aber er haftet sie nirgendwo an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, guckt mal auf meinem Kanal vorbei und guckt in die Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.